Die Geburtenrate, der Niedergang der Geburtenzahlen, die eben nicht nur Folgen für die Rentenversicherung und für die Krankenversicherung haben, sondern die über die Zukunft des deutschen Volkes wichtig sind. Für die Zukunft des deutschen Volkes wichtig sind und deshalb für einen Konservativen wie mich immer wichtig waren. Nicht wegen des Abfallproduktes Rente, nicht wegen des Abfallproduktes Gesundheit, sondern um des Volkes, um den Erhalt des Volkes willen. Ich halte das deutsche Volk für einen Wertgegenstand, so wie das Französische oder das Spanische. Nur ich bin kein Spanier, ich bin kein Franzose, ich bin Deutscher. Und deswegen möchte ich diesen Wertgegenstand pflegen. Ich habe immer eine große Affinität und Sympathie, eine innere Parteilichkeit für mein Volk gehabt, für das deutsche Volk. Ein Begriff, der ja heute schon fast ominös und anstößig ist, aber deshalb benutze ich ihn auch. Würde mich als jemand bezeichnen, für den drei Dinge wichtig sind. Die Nation, die Freiheit, der Rechtsstaat und ganz besonders die praktizierte, die wirklich erlebte Demokratie. Demokratie darf nicht zum Symbolischen degenerieren, zum Formelkram, sondern sie muss erlebbares Leben sein. Das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Ich sehe das mit einigem Erstaunen, dass eine Frage, die seit 30 Jahren brandaktuell ist und bisher nur entweder verdrängt wurde, ignoriert wurde oder mit ironischen Bemerkungen lächerlich gemacht wurde, nun, man kann sagen, da es zu spät ist, plötzlich in ihrer Dimension von all denen, die sie 30 Jahre lang negiert haben, weil sie sich dabei schick und fortschrittlich vorkamen, in den Rang gehoben wird, diesem Thema zukommt. Nur es ist zu spät. Seit 1966, seit der Pille, ist die deutsche Geburtenbilanz negativ. Ich erinnere mich noch sehr gut an ironische Bemerkungen von CDU-Politikern in der Bundespressekonferenz. Sie, um Gottes Willen, wenn es um Kindergeld gehe, gehe es für Sie um Sozialpolitik. Sie wollten doch keine Volkstumspolitik machen und wieder das Mutterkreuz einführen. Also diese ironische Distanzierung, mit der ein unbestreitbares, evidentes, existenzielles Problem ganz einfach deshalb geleugnet wurde, weil es politisch schick war. Das ist die Vergangenheit und das Ergebnis sehen wir jetzt. Auf die heutige Situation gibt es keine befriedigende Antwort. Denn die Mentalität und das Selbstverständnis, der Wunsch nach Selbstverwirklichung, der die Generation der heute im fortpflanzungsfähigen Alter befindlichen Menschen in Deutschland charakterisiert, verbietet macht eine Korrektur, die ins Gewicht fällt, unmöglich. Jetzt vollzieht sich Schicksal. Mit der Schwerkraft kann man nicht diskutieren.